Hallihallo und herzlich willkommen, High on Life Folge 2. Das Spiel ist ziemlich wild, also wer die erste Folge gesehen hat, weiß Bescheid. Wer nicht, könnt gern reingucken. Ich verlinke unten in der Videobeschreibung die Playlist, wenn ich dran denke. Das Spiel ist wirklich richtig wild. Es ist vom Co-Autor von Rick und Morty, also Justin Roiland. Heißt er nicht Roland, sondern Roiland. Justin Roiland. Da sind auf jeden Fall viele Humordinger drin, wie in Rick und Morty auch. Also richtig übler schwarzer Humor und ein Haufen Schimpfworte etc. pp. Wir machen jetzt gleich weiter. Ich laber nicht länger, weil wir haben hier jetzt einen Ex-Kopfgeldjäger auf unserer Couch liegen. Der möchte oder ist mit uns ein Deal eingegangen. Wir bekommen seinen Bounty Hunter Anzug und dafür kriegt er unser Haus, falls wir sterben. Das heißt, wir dürfen nicht sterben. Und unsere Aufgabe ist jetzt, sprich mit Gene. Deswegen werden wir jetzt mit ihm reden. So what? We just jump into the deep end Wie and man start hören hunting kann, down die G3 Stimme von officers or what? Morty I'm not aus sure Rick und you're ready Morty. just yet. I mean, they don't let you fuck the Glumpers at Glumpy's without a level 4 fuck Es geht pass, schon do wieder gut they? Los. What? I don't know. Well, they don't. Maybe I should send you out on a little test run first, eh? Okay, sure. I've got just the thing. A small-time local gangster by the name of Nine Torg. She took my favorite knife. She's got an operation out in the Die slums. Schwester sitzt auch da. Maybe you kill her and get my knife Ich back. Weiß auch nicht, was los ist. Then we'll talk. Maybe take you out to Glumpy's to celebrate. All right, so we just head out to the slums? No, moron. You gotta use the Bounty 5000 to initiate the bounty. 5000. That's what Okay. I went through all the trouble of setting it up for. Okay, Jesus. Jesus. Verwende den Bounty 5K, aber ich glaube, ich rede noch mit meiner Schwester. Ja, wir wurden. Also, die Aliens haben die Erde infiltriert, weil die irgendwie aus den Menschen Drogen machen wollen. Schrei nicht so rum, bitte, Mensch. Aus den Menschen Drogen machen wollen und dann haben wir uns mit Hilfe von diesem Gerät, das in der Mikrowelle steckt, auf einen Alien-Planeten teleportiert. Beziehungsweise ins Weltall. Und da sind wir jetzt. So bounty hunting, huh? Are you really Korrekt. going to kill people? Actually, we've killed a Aliens. couple people already, you know. Ja, And so stimmt. did you. So soon we forget. Fine, I guess I'll just hang around at home and Ja, wait for you to stimmt. do all your little murders. Are you Oh mad at Mann. us or jealous? Jealous? I want to kill evil aliens too. Okay. Go ahead, don't worry about me. I'll be fine. Maybe I'll go Ja. see what the drinking age is here in space. Drinking Age. Ah ja, okay. Weißt du Bescheid, ne? Die gute Frau möchte trinken gehen. So, ja, dann hüpfen wir in diesen Bounty 5000. Look, you gotta use the Bounty Hey. 5000 if you wanna be a real bounty hunter. Ach, jetzt kann ich ihn be Ich dachte, ich muss durchlaufen. So. Ja, meine Finger passen da nicht so ganz drauf. Was haben wir denn hier? Ach, andere Welten und Out of Order, okay. Nine Torg in Blim City, Belohnung 1000, ich weiß nicht, ich sag mal Schmeckels, das ist ja die Weltraumwährung bei Rick and Morty. 1000 Schmeckels. So. Port Shit. fehlgeschlagen. Normally that door would open up a Zu gateway Fuß to let you weitergehen. walk right through it. Schön. So what do we do? Calm down. The bounty's right here in Blim. You mind just heading out on foot? The slums gateway ain't too far from here. Ja. I'll get the Bounty 5000 all fixed up while you're gone. Yeah, Ich hoff's sure. doch. All right, Ach let's so, go, ja Bounty klar. Hunter. Ja, ich repariere den, während du weg bist. Du machst erstmal die Glotze an und guckst Alien TV in dem Fall. Ganz komisches Zeug. Ich bin dann besser mal raus. Das will ich mir gar nicht angucken. Go head out to the city. Ja, ich bin raus. Tschüss. Kill nine. Don't forget to get my knife. We're looking for the Sein gateway to the Knife. slums, I guess. Okay, da It lang. shouldn't be too far. Listen, just follow the waypoint. So. That's why you're wearing that fancy suit, isn't it? I Ja, mean, ja, it's ja, got the ja. augmented reality thing on it, right? Hello, Ja, hat es. Citizens. Ist I'm korrekt. Wind City Magistrate Clug Nugman, and I have Hallo. heard your concerns. Murder rates are on the rise. The city's water supply has clearly been poisoned again by Gary the Poisoner. And the mandatory sexual repression Die Wasser. chips that we put in our elderly Die citizens Wasserversorgung der have Stadt wurde schon wieder von einem Gary, dem Vergifter, vergiftet oder sowas. Diese Sprüche, ich sag's euch. Ja. Ich möchte in die Slums. It's fine. We'll help. Okay, great. If you saw us at the bar, which of us would you ask out? Mit welchem würde ich ausgehen, wenn ich sie in der Bar sehe? Oder welchen von dem würde ich anmachen? Ich nehme den blauen, komm, der hat gefragt. The blue guy. So. Exactly. Exactly. That's what I figured you'd say. Yeah, everyone always says him. Hey, don't feel bad, man. Oh You're Mann. still plenty hot. I'm just Oh mad Mann. at it.
Blue's a hotter color. That's science. I know. I just wish one time someone would say I'm hotter. You know, I put so much work in. I watched all those skincare tutorials, and I got surgery, so I have to poop anymore. The problem, it should be effortless. Everyone can sense all that desperation, all the sadness. It's just radiating from you. But me, I'm just true blue, all natural hot, baby. Is it true? Am I just really a lost cause? Be honest. Ah, was mache ich jetzt? Ja, komm, wir geben ihm ein bisschen Self-Confidence. Well, hold on. We take it back. The red one's actually hotter. What? Are you fucking with me? Oh my god. Thank you. I am so happy. I really think I'm gonna cry right now. Hey, you can't change your mind like that. Ich heule auch gleich, ey. And it's also stupid because I'm way hotter. You just made a lifelong enemy, pal. Hop in and out of the slums at your leisure. It's on me. I'm just so grateful you think I'm hotter. You know what? Please use my door. Use my door anytime you want. Are you serious? That is fucking amazing. Thank you. Wow. Ja, Chosen, wir sind durch. Yeah. Well, you can't use my door, that's for sure. Dream on! You just lost any chance of ever getting to use my door. Ist in Ordnung. Ich will deine Tür nicht benutzen. Was auch immer die da für eine Anspielung bringen wollen. So, gehen wir voll Gas rein in die Slums. Was ist da los? Da sitzt jemand. Hallo. I've never been topside. Oh Lord. Oh Lord, ja. Oh, it's a topsider. Not interested. Ja, die mögen mich wohl nicht so. Hey, oh my god, I broke my fucking leg coming down that pipe. Be careful. Sorry to hear that. Du hast dir dein Bein nicht nur gebrochen, du hast dir dein Bein abgerissen, Junge. Was ist mit dir los? Oh Mann. Well, well. Oh, oh. Look what we got here. Fresh meat. Whoa, 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 what are you doing? Come on, he's just a kid. Don't shoot him. Oh, you don't want to shoot me just because... I am not shooting a kid. Go ahead. Ah, you shot me, I'm dead. All right there, are you happy now? Well, I didn't think we'd be allowed to kill him. Yeah, normally, killing children in games isn't allowed, but he's dead. We killed this kid. Are you happy now? We killed the kid. A kid is dead now. Ja, okay. E for everybody rating. Ich schieß nochmal nach, okay? Fallout lässt das nicht zu. Das ist sogar eine Errungenschaft, dass man ein Kind tötet oder wie? Was zur Hölle? What's it like up there? You gotta tell me. Oh Gott. No, calm down. Not nope. Oh hey. Hallo. I'm still here. Ja, ich bin jetzt nicht mehr hier. Ich bin weg. Ihr habt die letzte Minute nicht gesehen. Es ist nichts passiert. Hier liegt kein totes Kind am Boden, okay? Das Spiel macht mich echt fertig. Ich sag's euch. Oh Gott. City citizen. You are wearing an unregistered bounty. Shit, we gotta take down these drones. Nerv nicht, Drohne. Oh, die brauchen ein bisschen. Ach so, habe ich die erst mit einem Schuss gekillt gerade oder wie? Was ist das? Barackenviertel. Schön. Oh, das sieht ja ein bisschen arg barackig aus hier. Da, gehen wir rein. Kann man das runterschießen? Das hängt da irgendwie so obvious rum. Der Schwierigkeitsgrad kann im Pausemenü geändert werden. Ja, wir lassen den jetzt erst nochmal drin. Ich will das nicht auf den Kopf kriegen. Hallöchen. So, it finally happened. Someone killed my son. Your son? Yep. The kid up there who always calls everyone fresh meat. We are so sorry. Listen, don't get used to that. We're not killing any more kids. I'm drawing the line. Mann. So savor it. Enjoy it. It happened. Tuck it away in the old memory book. No, jetzt hackt das Spiel noch drauf rum. He was 30 years old, so don't feel 30? Too bad. 30 years old is still adolescence for our species, but it's not as bad as shooting like a 5-year-old or something. So don't worry, you just did regular murder. And I warned you over and over. I said, don't sit up there calling strangers fresh meat. Or some gun-toting psychopath is gonna shoot you dead in cold blood. And he did it. Good for you. Anyway, please, just leave me to mourn. Ich bin schießwütig. So. Oh, my stupid annoying son. I'll miss him a little bit. I'll miss him a very small amount. Ich vermisse ihn nur ganz wenig, hat sie gesagt. Ja gut, okay, das, er war 30, also kein Kind, alles gut. Dann haben wir da oben wohl doch ein Kind ermordet. Ich nehme alles zurück, was ich vorhin gesagt habe. Was ist hier los? Hallo. Lass mich mal durch hier. Ich habe keine Ahnung, ob das... Duras-Shield-Tank. Dein Kopfgeldanzug wird deine Vitalwerte automatisch regenerieren, nachdem du Schaden erlitten hast. Duras-Shield-Tank
können von Gegnern fallen gelassen werden und gewähren deinem Anzug zusätzlich zu deiner normalen Gesundheit noch etwas Bonusschutz. Alles klar. Geh weg. Noch einer. Die kann man immer noch nicht abschießen. Geh mal weg, du. Ja, Zielmodus wechseln habe ich gerade gemacht. Schießen wir einfach mal auf das Fass, wenn wir treffen. Ja, hat funktioniert einigermaßen. Ich glaube, die waren davor schon tot. Ja, ich glaube, ich gehe erstmal hier lang. Mal gucken, was hier auf mich wartet. Ich komme natürlich hierher und fange erstmal Streit an. Muss natürlich sein, ne? Hier kann ich hier in die Grütze hüpfen. Ich mach's lieber nicht. Ich hüpfe da lieber nicht rein. Wo bist du hin? Ich bin runtergefallen. Sehr schöne Sache. Sehr schöne Sache. Durch. Fass, explodier bitte. Oder auch nicht. Oh Gott. Ach, rechts ist die Munition, jetzt habe ich es gerallt, okay. Oh Mann. Something must be going on. Let's look around for somebody who can help us. Noch so ein Vögelchen, oder ist es das von vorhin? Den Infoscanner benutzen. Ich will aber noch mal ganz kurz da hoch. Da bin ich runtergeplumpst. Wir wissen, ob ich hier in die Kürze. Schöne Sache, und jetzt? Ach, da kann ich hochspringen. Okay, und jetzt? Achso, da komme ich zurück in dem Fall. Da drin ist was. Autsch. Game over. Achso. Ja gut, dann... Aber da drin ist eine Kiste oder irgendwas, ne? Sah auf jeden Fall danach aus. Ich weiß nur nicht, wie ich da hin komme. Da war aber auch noch ein Zaun. Nicht von der Seite in dem Fall. Lass mich mal gucken, kann ich hier hoch? Nee, oder? Kann ich hier drauf? Und dann da hoch. Oh! Haben wir da was gefunden? Ein kleines Secret. Jesus Gott, die Sprungding ist ein bisschen wild. Nee, da kann ich nicht hoch. Da glitsche ich runter. Auf den Rand geht wahrscheinlich auch nicht. Doch geht. Okay. Vorsichtig. Da hinten ist so ein Matschklumpen. Ach, da muss man von oben rein, oder wie? Wahrscheinlich von oben. Da ist auf jeden Fall ein Zaun dazwischen. Da komme ich eh nicht rein. Nee, dann... Hoch. Hoch. Dann rennen wir ganz schnell nochmal hoch und gucken, ob wir von oben reinkommen. Das war ja in etwa hier irgendwo. Mal gucken. Hier ist zu. Und hier oben? Kann man da... Da vorne ist ein Loch, oder? Kann ich da rein? Nee, kann ich nicht. Hinten runter fallen ist wahrscheinlich doof. Ja, da muss man da wohl anders hinkommen, schätze ich. Oh Gott. Ah! Ha! Ha! Ausgetrickst, Spiel. Ja, ich hab ein bisschen... Ich will nicht hier irgendwo ins... Dingens plumpsen. Kann ich dich denn überhaupt öffnen? Ich weiß gar nicht, was man mit den Dingern macht. Schießen? Geht nicht. Was kann ich denn sonst noch im Infoscanner? Kriechen kann ich. Muss ich auf die Antenne schießen? Oder auf die Blöppels oder so? Ah ja, okay. Coole Sache, da geht wohl nichts. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Kann ich da wieder hoch? Ja, geht, glaube ich, ne? Naja, gut, vielleicht komme ich jetzt auch gar nicht mehr raus. Ja, gut. Ich bin gerade ein bisschen überfragt, Leute. Nee, da komme ich nicht. Ich komme da, glaube ich, nicht mehr raus. Habe ich denn sonst noch irgendeine Taste, die ich verwenden kann? Dann schießen wir da halt einfach mal ein bisschen rein. Ich habe keine Ahnung.
Nahkampf geht nicht. Springen, ducken. Sachen schießen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. In der Stadt stehen ja auch solche Dinge. Solche Dinger. Aber ich weiß nicht, für was die gut sind. Ach Gott sei Dank, ich schaff's doch wieder raus. Ha! Ja gut, dann vielleicht brauchen wir dann eine andere Waffe oder so, ich weiß es nicht. Dann werden wir jetzt weitergehen und zwar hier ist was. Hier will, glaube ich, jemand mit uns reden oder so. Kann das sein? Da ist noch so ein Ding. Ja, irgendwas muss es damit auf sich haben. Da müssen wir aber eventuell erstmal ein bisschen weiter erkunden, um das rauszufinden. Hier müssen wir lang. Was sind das für Kisten? Ihr geht nicht kaputt. Okay. Ja, ich... Da gehen wir mal nach da vorne weiter. Gucken wir hier noch um die Ecke, ob wir hier irgendwas finden. Oh, hey, you want to see a cool party trick I used to do? Aim me at those platforms. Come on, give it a shot. It'll be fun. Ups. Ein Kennys Klumpenschuss auf Platschform mit grünem Schleim. Fuck yeah, I told you. Did you see how fun that was? I call it my glob shot. It comes out of my trick hole. All Gatlians have a different kind of trick hole. Mine does this. Oh, another one. Yes! Yes! Oh my god, I could do this all day. Doesn't this fucking cool? God, I love spewing big gloopy globs. Ja, nee. Besser nicht, du. Lass mal gut sein. Ich bring's zurück, wenn ich fertig bin, aber ich würde nicht, wenn ich du wäre. Oh. Okay, ich kann da. Dann bringt mir dieser Schuss auch nichts, so wie es aussieht. Nee. Ja, der Gene hat gerade irgendwas geredet. Ich habe es leider nicht gesehen vor lauter diesen komischen Blob-Schuss-Zeug da. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Wieder in irgendeinem Sift-Tümpel. Wir erkunden weiter. Ah ja. So, die muss ich von oben umstellen. Oder von hier unten. Vielleicht musste ich das sogar machen. Ich weiß es gar nicht. Vielleicht. Ja, da geht nichts. Dann hätte ich gesagt, Schuss. Keine Ahnung, wo der landet. Da ist er gelandet. Ja, dann gehen wir hier weiter, oder? Blub. Geht nicht. Aber jetzt, oder? Das hat funktioniert. Ja, dann gucken wir, wo wir hier landen. Betreten Waschsalonviertel. Hallöchen. Was? Hold up, don't shoot. I got an idea. It's another trick up my little slimy sleeve. Try hitting him with my glob shot. Take your time and aim right. You're gonna kill us now. Du tötest uns jetzt, oder? Perfect shot. You fucking nailed it. How sick was that? Ah, die leben noch. Schießen wir nochmal. It doesn't take too long, but it's a little longer when there's enemies nearby, you know? My body gets too tense. Oh, das war knapp. It's like trying to piss when someone's watching, you know? Diese Sprüche, oh Leute, das macht mich echt fertig. Da ist wieder so ein Vögelchen. Hier ist sonst nichts mehr, so wie es ausschaut. Hier können wir rüber, okay. Weg mit euch. Ja, Globshot. Ach so. Ach, damit kann ich die in die Luft hochschießen. Das hatte ich im Trailer gesehen, dass man die irgendwie voll in die Luft hochballern kann. Okay. Oh, noch mehr. Schieße auf Feinde, die mit Kennys Klumpenschuss in die Luft geschleudert wurden, um sie zu jonglieren. Ja, dazu muss ich erstmal nachladen. Also der Klumpenschuss muss nachladen. Jetzt habe ich ihn nachgeladen. Jetzt habe ich keine Gegner mehr. Gut. Dann gehen wir wohl weiter. Ui. Wir sind alle sehr beeindruckt, glaub mir. Irgendein Erfolg freigeschaltet. Okay. Hey, careful with the merchandise. Oh, hold up a bit. Let's listen. They're gonna be here any minute. Just patient. Oi, fuck you. I'm sick of this. I want to tear through someone's guts. Oh, I think they're talking about Gene's knife. Ah, fuck you. Got it, freak. Erstmal anklopfen. Yeah, freundlich anklopfen. There? Hallo. Hey, hello there. GEZ. Oh, I think it's the buyer. Hey, are you the buyer? Ja, ich bin der Käufer. Yeah, we're here to buy a knife. You guys are selling a knife, yeah? Oh, perfect. You're really late. We were starting to get worried. Just go with it. No shooting. Hallo, right. Da bin Here's ich. The product.
ein entsprechendes Messer oder wie? Oh, yeah. He's a real piece of shit. He's extremely violent. He basically only talks about wanting to kill people in very disturbing ways. Fuck you, I'm gonna carve out your anal cavity. Gonna make it three times as big. Your shit's just gonna drop right out of there. See what I'm talking about? Oh, perfect. That's exactly what we're looking for. Yeah, yeah, great. Go ahead. Feel free to inspect it. Try him out, see how he feels in your hand. Oh! Fuck, bring ein Messer zum Feuergefecht. Drücke F, um Tools zu stechen. Yes, fuck yes. More, I need more stabbing. Hey, you, listen. Point me at your raw, fleshy little tummy and jab me right into there. Nein. Let's get all those guts torn up. Nein, das sind meine Eingeweide, die bleiben da, wo sie sind, okay? Oh, that's a pass for us. Is this really the knife Gene was talking about? Gene? Did you just say Gene? Okay, change of plans. Bring me to Gene, so I can fucking decapitate him! Wait, what? Why? He sent us to rescue you! Oh, that's rich. There's no way I'm forgiving him, though, for leaving me with that fucking Nintorg. He's dead to me! Huh? You know Nintorg? We're trying to kill her! Oh, perfect! Finally, we're on the same page! Was habe ich mich hier eingelassen? Then, Gene! Okay, definitely Nintorg, but let's put a pin in the whole Gene thing. How do we get out of here? With my tether ability! I'm more than just a knife, you racist! I can tether too! Look up racist. Assist. Mit E am magischen Objekt. Ja, geil. An den Wespen oder wie? Ja, cool. Well, all right. Where to next? The sludge works processing plant. Nintorg was talking about some. Jetzt habe ich das immer in der Hand, oder wie? Reden die jetzt echt miteinander, die Waffen? Das ist ja auch krass. Rüber da. How many clones are there? Who the fuck cares? Stop thinking so hard. Weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Nee, gehen wir besser zurück. Whee. Ja, das macht auf jeden Fall Spaß. Oh Mann, das Spiel, Leute. Hey, wenn du tatsächlich noch lebst und mein Messer findest, hör nicht auf das, was es sagt. Okay. Ja, ich versuche es. Oh. Damit kann ich dir also öffnen. Try gamble me away in a game of space poker? That sack of shit? Can't wait to stab all three of his fucking eyes. Even the wonky one. Especially the wonky one. Hate that one. Oh Mann. Oh Mann. Ja gut, dann werden wir jetzt mal ein bisschen backtracking. Is he talking? You found the treasure. It wasn't very hard to find, was it? Let's not kill him, okay? Listen to me. What's in there? What happened to Gene? Didn't he used to be a hero? Yeah, used to be. I don't want to tell these days, right? Okay. I just hope you enjoy it. The only thing I was ich enjoye es sehr. Vielen Dank. Peanut butter sandwiches. Ja, jetzt kriege ich die Dinger auf. Okay, das heißt, wir werden jetzt backtracken und uns diese Kiste da oben irgendwie holen. Wo muss ich denn jetzt hier wieder? Da lang muss ich zurück. Ja, weil ich es kann, deswegen. So hoch da. Geht doch, ist doch alles gut, Mensch. Well, what's this Nine-Tor-Character's deal anyway? Jetzt klingelt natürlich das Telefon, bis gleich. So, da sind wir wieder, weiter geht's. So, dann backtracken wir mal hier lang. Dann gucken wir, dass wir die Kisten noch finden, also einige davon. Wir kriegen da irgendwie diese Währung raus, also die Kohle. Ich weiß noch nicht, was wir damit machen, aber für irgendwas muss das ja gut sein. Das war wild. Ich habe nicht gewusst, wo ich jetzt lande. So, gehen wir ganz kurz da lang. Kann ich von hier aus schon hoch? Ach so, von hier aus dann. Ja, klasse. Und ich habe das vorhin ohne Messer gemacht. Schön. Und rein da. Das, da war einfach nur mehr drin, oder wie? Ach so, jetzt habe ich das verstanden. Ach so. Die Währung in diesem Spiel heißt Pesos, also so wie die mexikanische Währung. Ich glaube, es war mexikanisch, ne? Pesos. Doch, müsste. Ja, gut. Dann sind es keine Schmeckles, dann sind das Pesos. Wo müssen wir denn jetzt hin? Infoscanner. Darunter. Hier ist irgendwas am Piepsen. Ah ne, das sind diese Ventilatoren, die quietschen, okay. Hier lang. Hier lang. Muss ich jetzt wieder dahin, wo ich gerade hergekommen bin, oder wie? Wahrscheinlich. Dann gehen wir nochmal hier lang. Ja, dann war das Backtracken gerade ein bisschen umsonst, aber macht ja nichts. Wenigstens haben wir die Kiste geholt, nicht, dass ich es noch komplett vergesse. Hier lang.
Are you fucking? Did you think it was a good idea to go in here? What is wrong with you? Schrei doch nicht so rum, bitte, Mensch. Ist doch alles gut, ich lebe ja noch. Oder wir leben ja noch. Ich lass dich schon nicht sterben, Waffe. Keine Angst. So, und jetzt muss ich mich mal hier hochschleudern, oder wie? Ah ja, guck an. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Da ist wieder so ein Ding drin. Da komme ich nicht dran. Hier lang. Ah ja, guck an. Haben wir aufgemacht. Schön. Hat funktioniert. Ja, da oben können wir uns dranhängen. Und nu? Müssen wir wieder runter, oder was? Hä? Bin ich ein bisschen zu weit geklettert? Da rein wahrscheinlich, oder? Da geht... Der geht's nicht. Gehen wir hier runter. Sind wir hier richtig? Hier sind wir richtig. Waschsalon. Wieder. Ah ja, guck an. Da ist noch eine Kiste. Hier sind wir doch gerade hergekommen, ne? Achso, ich hätte hier ganz nach oben gemusst wahrscheinlich. Da lang, ja, doch, hier lang dann. Ja, gut. Dann wieder hier lang, ne? Genau. Darüber. Dann irgendwie da. Ah, da muss ich den Blobschuss vom anderen verwenden dann. Hier, Schuss. Oh, ups. Unten. Jetzt haben wir's. Und drüber. Schön. Ja, cool. Sehr cool. Und drüber. Und nochmal rüber. Und nochmal. Hallo. Step. Step. Never fire your Gatling again. Please just use me for killing now. Making a knifey only any percent run. Knifey only any percent run. Thank Jesus. Okay, feed me that Gatterol, baby. Come on, put it in my little mouth. Da ist doch noch mehr. Drücke Q, um die Trick- und Anzeige schnell wieder aufzufüllen. Ach so, das ist zum Nachfüllen. Ah ja, dann ist das gar nicht unbegrenzt. Okay, da muss ich aufpassen, wie ich damit rumballer. Gut, hier sind wieder Vögelchen. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwas bringt, die wegzuballern. Dann gehen wir wohl hier lang. Ja, ab die Post. Eine wilde Fahrt. Die Musik spitzt sich zu. Weg mit euch. Weg mit dir. Step. Oh Gott. Hey, beruhigen Sie sich bitte. Irgendwas piepst komisch. Ach, da ist so eine komische Polizeidrohne in dem Fall. Mehr wie eine. Ja gut, die helfen mir ja gerade ein bisschen. Dann kann ich sie ja noch am Leben lassen. Helft mir bitte mit den Ganoven. Die wollen mich tot sehen. Ups. So, und jetzt schießt er auf mich oder nicht? Hören Sie auf, bitte. Dankeschön. Ja, geht gut ab hier, ne? Geht gut ab. Was haben wir hier? Nichts. Oder haben wir hier was? Ne, hier haben wir nichts. Töte Schlägertypen bei den Schlickwerke-Docks. Bin dran. I try my best. Hier ist wieder Gatterall. So, weg mit euch. Ups, der lebt noch. Keine Sorge, ich helfe dir. Autsch. Das tat wahrscheinlich weh. So, gib mal her die Pesos. Gut, was haben wir denn hier Schönes? Eine Kiste. Sehr gut. Und was haben wir hier? Irgendjemand schießt auf mich da oben. Was kann ich hier machen? Oh. Wir können zurückfahren. Okay. Gut. Dann geht's wohl weiter. Weiter im Programm. Ups, Entschuldigung. Ich lad mal nach hier. Das Messer. Das Messer. Oh Mann. Ups.
Erziele 60 Kills mit irgendeiner Waffe, habe ich gerade abgeschlossen. I'm not sure what came over me there. I think I got caught up in the moment or something, but hey, good work, team. Ja. Let's go get 9 Torque. Gut, wo sind wir? Wo müssen wir hin? Da lang müssen wir, okay. Sehr wildes Spiel, wie gesagt. Geht gut was ab. Da müssen wir rein, so wie es ausschaut. Was haben wir hier? Noch was versteckt? Nichts versteckt. Ja, dann müssen wir hier wohl rein. Betrete Schlickwerke. Beseitige Nine Torque. Any last words, Five Torg? Is that Nine Torg talking? Fuck off! I've always said you were the worst Torg! You know, Seven Torg said the same thing. Right before I killed her. Damn you! And you're next. You got this! Hallo, oh Gott. Hallöchen, Nine Torg. Ich hab nicht gedacht, dass ich jetzt schon im Kampf lande. Ah ja, guck mal an, das geht wohl mit der auch. Okay. Oh Gott. Verfehlt. Gib ihr. Attacke. Ja, der Kampf ist nicht ganz so schwer, so wie es ausschaut. Gut, was macht sie denn jetzt? Oh Gott. Wo ist sie? Stop diving into it! Shit, ah ja, das... Better not fall in! Oh Gott! Muss ich mir jetzt die ganze Zeit wild hin und her ziehen? Oh Gott! Ah ja, okay, ich muss einfach die ganze Zeit hin und her. Und jetzt? Oh Mann, ey. Diese Pistole, ich sag's euch. Dieses Messer, Entschuldigung. Die Pistole ist ja noch einigermaßen human, aber das Messer. Messer ist schon böse. Überhüpfen. Das kriegen wir doch locker hin, hätte ich gesagt. Was, ihr Klon? Überhüpfen, ja easy, das habe ich. Schöne Sache. Oh, springen. Gleich haben wir es geschafft. Jetzt muss ich nur... Ich muss da hoch. Ich muss wieder im Kreis rumschwingen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Haben wir es geschafft. Schön. Oh Gott. Oh mein Gott. Laser. Ja komm, stirb. Stirb bitte. Was, muss ich jetzt wieder hoch? Oh Gott. Oh, oh, oh. Die spinnt doch. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Die richtige Lasershow geht da ab, Mensch. Jetzt ist Maria. Ist sie kaputt jetzt? Erstes Kopfgeld erledigt. Oh Mann, ey. Das war richtig wild. Das war richtig wild. Alright, it's time. Time for what? Time to carve out a piece of her. I'm thinking we go with a full slab of. Oh god, I can't look. Wir müssen wahrscheinlich. Oh fuck, no, she's a gusher. Taking like a fingernail, some spit, maybe a blood sample? Yeah, sure. Could have, I guess. Hey, I'm Five Torque. Thank you for killing my evil clone. I don't mind if you mutilate the corpse, really. It's fine. You did such a good job. That was like off the hook. You're not gonna take over and end up being just as evil as Nine Torque, right? Oh, don't worry. Things are gonna be a lot different around here. So no more crime then? Oh, not that different then. Technically all of us Torgs are evil clones. So I'm still gonna Well, hey, what are you doing? Oh, das wollte ich eigentlich nicht. Jetzt ist es schon passiert in dem Fall. You gonna be okay if we just kind of leave you hanging up there? Oh, yeah, I can get down just fine. Hanging from ropes feels nice for my species. Hey, it's good for our backs. I'm actually the one who put myself here.
Thanks for the rescue. Don't mind me. I'm just gonna hang here for a bit. Yeah, next time you come back, I'll be off being really busy running everything. You know, doing stuff. Because, yeah. Ich glaube, ich muss sie auch weghauen, oder? Keine Ahnung. Ich mach's einfach kein, ich weiß nicht. Trust me, there's still a literal time. That's right, the numbers denote how long we... Ich weiß nicht, ob ich das hätte machen sollen oder nicht. Bonus Secret Boss? Ach so, das ist ein Bonus Secret Boss. Gut zu wissen. Die ist immer noch gefesselt hier. Ja, gut, dann werden wir uns mal verdünnisieren, hätte ich behauptet. Wie kommen wir denn hier raus? Anlauf. Ah ja, Anlauf, oder? Schnell raus hier. Kiste aufmachen. Bisschen von dem Zeug mitnehmen. Das war klasse. Super Leistung. Ja, wie geht's denn jetzt hier raus? Hallo? Ne, hier nicht in dem Fall. Dann gehen wir wieder hier rüber. God damn it, fucking burns! Hier raus wahrscheinlich. Ah ja, guck an. Alright, let's go. Da geht's raus. Hey, you know, that was some pretty solid bounty hunting back there. Ja, dann sind wir wohl auf dem Weg nach Hause. Oh, da geht's gut ab. I can't wait to see Gene's face when he sees we pulled this off. Let's head back up through the slums tunnel. Barackenviertel. Oh, und da geht's schon wieder los. Aber Leute, wir sind jetzt raus, sonst wird die Folge noch länger. Ich schätze mal, dass der Kontrollpunkt jetzt eh wieder hier ins Spiel haut. Danke fürs Zuschauen. Vielen Dank für euren Support. Ich hoffe, ihr habt bis hierhin durchgehalten. Ich hoffe, es war unterhaltsam. Also das Spiel ist wirklich sehr wild. Vor allem auch das, was da gebrabbelt wird. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Ich bin raus. Schaut doch gerne mal auf dem Kanal vorbei. Man hört sich im nächsten oder in einem anderen Video. Bis dahin, geile Zeit. Ciao, ciao.